Servus Kinders und herzlich willkommen zu Let's Rotz am Nisha mit mir, dem Nerd Rage, gesponsert von GrabbyDub. Ja, das ist es hier mal wieder. Wir haben leichte Kopfschmerzen, ich habe ein Aspirin nicht dabei. Und jetzt geht es hier mit dem Aufzug nach oben oder nach unten, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls verschlechtert sich unsere Psyche zusehends. Aber ich benutze jetzt diesen strengen Hebel. Na, mein Kleiner, ne? Professor Tyler war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Und es geht abwärts. Und es müsste mal wieder ein bisschen geölt werden, wie es scheint. Unwitzig. Okay, alles klar. Wow. Er ging vorsichtig über das unbekannte Land und sah über seine Schulter zu seinen Kameraden. Der Vorreiter berührte die Krempe seines Hutes wie zum Abschied. Hey, aufstehen! Komm, Digga, aufstehen! Alles klar, komm! What the... Oh, okay. Da hat es mehr als nur den Aufzug zerlegt. Da hat es gleich irgendwie fette Steine rausgebrochen. Nun gut, brauche ich das? Ich glaube, ich heb das noch ein bisschen auf hier. Also... Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a Baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Okay. Oh, bitte hör auf, ey. Ach, du Heilige. Also jetzt wird es langsam echt gruselig, muss ich gestehen. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt hier die Balken wegräumen? Geht da? Ah, das geht, okay. Alter Schwede, also aufwärts wäre mir lieber gewesen. Ups, verkantet. Okay, doch geht, warte mal, mit ein bisschen hier Schmalz und so schaffe ich auch dieses Rätsel. Na gut, Rätsel kann man es nicht nennen, aber nun gut. Und es geht auf. Ach du Heilige, es ist da dunkel. Boah, ist das böse. Ist das böse. Oh, ist das böse. Alles klar. Mein kleines Licht. Ja. Gott, das war gerade ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Ja. Okay, auf ein zweites. Sollen wir es wagen? Ja, ich glaube schon. Wagen wir es mal. Alter, das war gerade echt böse, ganz ehrlich. Und ich höre auch Schritte. Zellenbereich. Ach du Scheiße. Und ganz ehrlich, also ab hier habe ich auch kein Let's Play mehr gesehen bis hierher. Also ich kenne mich ab hier gar nichts aus. Also gar nicht. Ich sehe diesen Bereich zum ersten Mal. Ich glaube, ich habe es echt bis zu... Is anyone there? Ich habe es damals bis zur Dampfmaschine gesehen und dann nicht weiter. Also bis zu dieser Aufzugmaschine. Alter, es ist böse. Ach komm, halt dann mal. Nein, alles ist gut. Probier mal ein bisschen mit hier dem hier zu arbeiten. Da bin ich hergekommen, oder? Ja, genau, da geht's nach oben. Okay, da drin ist sogar Licht. Dann gehen wir da mal rein. Licht ist immer gut.
Oh, ein Hammer. Aha. Okay, für was denn? Für die Tür da drüben. Für die hier. Ach nee, das geht auf. Oh, und wir haben Öl gefunden. Sau nice. Okay, also ich habe Öl gefunden, aber ich rede schon von mir, weil... Wow! 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 Alter Schwede! Okay, alles klar, alles klar. Ich fülle dabei mal mein Öl nach. Alter, war das gerade böse. Nee, nicht mit mir. Alter. War das gerade böse. Boah. Nicht schlecht spielen. Da hast du mich wohl gerade gepackt. Oh Gott. Nein. Da war doch eine Tür. Oh Gott, da war keine Tür. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir warten hier mal eine Runde. Wir haben nichts Besseres zu tun. Was haben wir zu tun? Es ist ein Bett da. Es ist ein Stuhl da. Es wächst Moos an den Wänden, das heißt, wir haben was zum Essen und es sickert Wasser durch die Decke, das heißt, wir haben was zum Trinken. Wir könnten ja theoretisch es Ewigkeiten aushalten. Gut, vielleicht bekommen wir etwas Fußpilz, aber hey, das ist halt das kleinere Übel, oder? Glaub mal, ich weiß auch nicht, wie lange der Typ da jetzt noch vorhat rumzulatschen. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, also die verlassen mich ja nach einer Zeit wieder, oder? Ich glaube, das war's jetzt. Ja, ich will ja gar nicht mehr weiter. Da vorne ist Licht, aber ich glaube, da kommt halt dann was. Das war jetzt gerade echt böse, ganz ehrlich. Okay, ich würde sagen, also mein Geisteszustand ist immer noch... Alter Schwede, also ich brauche hier echt Licht, aber hier ist ja Licht. Also jetzt beruhig dich mal wieder. Digga, beruhig dich. Digga, komm, komm. Also es ist vorbei. Ich habe mich beruhigt, also kannst du dich auch beruhigen. Bleiben wir noch ein bisschen stehen. Alter, das dauert immer ein bisschen lang, ehrlich gesagt, ne? Mann, was ist denn jetzt los? Okay, wir gehen weiter. Drauf geschießen! Ganz hart! Ups. Licht? Hier. Ne, da war der mal aber nicht hergekommen, okay. Das heißt, laufen wir mal. Ich kann nicht laufen, wenn ich Schiss habe, oder wie? Doch, da war ich schon. Gehen wir mal ein bisschen strukturierter vor. So, da oben war dieses Bam, das Monster. Danach habe ich den Hammer gefunden, da drin war ich. Dann würde ich sagen, schauen wir noch schnell das hier. Okay, ich gucke mal, ob wir da den Hammer anwenden können. Warum nicht? Auch nicht. Okay, gut, dann müssen wir wohl nach oben. Doch, kann ich? Okay, jetzt habe ich schon gedacht, ich kann es nicht. Kann ich auch? Kann ich alles, geht doch alles. Ja, und dann würde ich mal sagen, nach oben und hoffen, dass das Viech nicht mehr da ist. Gut, dass ich gar nichts sehe. Ach doch, jetzt. Boah, das ist gerade echt böse. Also ich bin froh, wenn es heute vorbei ist. Das vorher hat mich doch schon ziemlich gerissen, ehrlich gesagt. Okay, was ist das hier? Keine Ahnung. Ist doch alles gut, ist doch alles gut. Das brauche ich ja gar nicht. Laudanum. Ja, mir geht's aber prächtigst. Ich bin bloß hier geistig gerade voll am Abdrehen. Ja, und die Schnittwunde, die interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Okay. Ich bin froh, dass ich den ganzen Rotz hier gesammelt habe damals.
Okay, das geht auf. But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ah, kick mal einer an. Gefängnis Nordblock. Ach du Heilige. Lassen wir das mal. Ich gucke noch ein bisschen weiter rum. Weil es mir ja so viel Spaß macht und weil es hier alles so gut ausgeleuchtet ist. Aber gut zu wissen. Alles klar, alles klar. Der hat mich nicht gesehen, oder? Der hat mich nicht gesehen. Nee, der hat mich nicht gesehen. Oh, ich drehe mal wieder völlig am Rad. Wer hätte es gedacht? Na komm, verschwinde. Verschwinde. Ah. Soll ich ein bisschen leer machen? Oh, warte mal, da haben wir eine Zunderbüchse. Ich könnte dabei ja ein bisschen zusammenkehren hier drin. Ratten jagen. Wir haben sogar einen Eimer hier. Was ist das denn? Ja, das ist ein Eimer. Ist er weg? Oh Gott, bitte geh weg, weil sonst bin ich hier wieder total am Abdrehen und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ist es vorbei? Ich glaube, solange wie die Musik da ist, solange drehe ich am Rad, oder? Ja, und jetzt? Ja, ich komme noch ein bisschen Zeit, ne? Na, haben wir es jetzt, oder? Alter, wie lange denn noch? Soll ich mal rausgehen und gucken? Weil es geht ja nicht vorbei. Was soll ich denn machen? Aber ich höre es auch nicht mehr. Ah, jetzt ist es vorbei. Okay, wunderbar. Kann ich es aufmachen hier? Ich weiß zwar nicht, wo es hergekommen ist. Aber ganz ehrlich, wenn es wieder eins kommt, dann habe ich jetzt echt langsam. Was? Es ist abgeschlossen. Ah, wo ist denn der Hammer? Bäbä. Oh Mann. Ich habe mich schon so gefreut. So, gucken wir mal hier. Where is she? Where did she go? No! Oh, tell! I'll never tell you! You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Entschuldigung, ich musste gerade was trinken. Ich hoffe, dass jetzt mal kein Monster mehr kommt. Ich gehe jetzt noch schnell hier rüber. Oh, nice. Sehr gute Entscheidung. Da ist noch ein bisschen Öl. Ich glaube, von da bin ich gekommen, oder? Genau, dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Und da unten ist ja sonst nichts mehr. Außer das Loch ist da noch. Genau. Und dann muss ich da dann wohl auch runter. Machen wir hier schnell an. So, kombinieren wir. Oder wie schaut es jetzt aus? Oh, sau nice. Die Animation gerade. Unglaublich. Egal. Füllen wir auf. Ja, super. Das war's schon, oder wie? Wir haben bloß ein bisschen Öl bekommen. Ach Gott. Naja, gut. Ist ja egal. Okay. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt zum Loch zurück. Alter, hör auf mit dem Rotz. Das war hier, oder? Bitte. Ja, genau. Gehen wir mal da runter. Ach komm, das... Ah, okay, warte. Wunderbar.
Jo, Kinders, das ist aber ein wunderbarer Abschluss, weil es nämlich gleich wieder 15 Minuten sind. Das heißt, ich mache hier einen Cut und wenn ihr wissen wollt, was uns im Nordblock erwartet von diesem Gefängnis, wird nochmal ein Monster kommen oder nochmal so ein Schockmoment, wo mich so übelst reißt oder werde ich wieder der ganz der alte Nerd Rage sein? Ja, das im nächsten Part von Let's Rotz Amnesia mit mir, dem Nerd Rage. Servus. Ach ja, liken, disliken, bla bla, ne, wie immer. Tüdelü.